Jetzt befinden wir uns gerade auf der Ausstellung Signs of the Zodiac, die im Rahmen des Nordischen Klangs in der Galerie STP stattfindet. Und im Moment ist es auch ziemlich voll gerade, denn es ist eine sehr besondere Ausstellung, die sich um Sternzeichen dreht. Und auf den verschiedenen Bildern werden die Sternzeichen dargestellt mit Menschenkörpern, mit nackten Menschenkörpern, die durch die Nacktheit sehr natürlich wirken, aber gleichzeitig durch die Anordnung extrem merkwürdig, komisch, interessant. Komisch, aber nicht lustig komisch. Interessant, seht selbst. Und danach, nach diesen Sternzeichen, gibt es kleine Popsternchen aus Skandinavien. Sahne für die Ohren. Hinter der Veranstaltung Danish Pop Birds im Theater verbargen sich gleich zwei Musik-Acts. Die Solistin Janie Price, alias Bird, stammt eigentlich aus London, wo sie bereits 2004 ihr Debütalbum veröffentlichte. Basically, I was studying out in Copenhagen. I was taking a break between albums. I was doing some art studies there. So I found a little recording studio that was cheap. So I hired it so that I could still kind of write and play in the evenings. So it doesn't feel so strange to be playing at a Nordic festival because it feels quite part of me actually. In fact, the only downside is that that I look a little bit Scandinavian, but I speak really rubbish Danish. I play something, and I start it and I stop the recording. So I, for example, I can play da 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 da, tap it and it'll go da 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 da, and it'll keep playing that. And then I can for as long as I want, and then I can play whatever I want over the top of that and over the top of it. And also I can record vocals too, so I have the option of creating almost a band out of my voice and the cello. I think what I want to do is allow people into my world and what it is that I feel and I do. And whatever response they have to that, for me, is good enough. It might be that they hate it, might be that they love it. But for me, the important thing is sharing of it. I'm not really expecting any response. Anschließend trat das dänische Duo Catbird auf. It's a bird that comes out of a family that is called bowerbirds. But what's special about them is that they collect all kinds of shiny things and they decorate trees. And we saw it and we thought that our music is like picking something from everywhere, from pop, blues, rock, whatever. We had to be called Catbird. An diesem Abend wurden sie noch von drei weiteren Musikern unterstützt. This album that we just finished, we actually just sat down and played without knowing what it was, and then a lot of it just came out from nowhere, and it was very fun. Die beiden wurden bereits für den Danish Music Award als beste Sängerin und bester Produzent nominiert. Well, the plan is that the single is gonna come out in 1 week. The album is coming out in August, and then we are going to make 5 or 6 concerts in Denmark, and we hope to get back here in Germany. We know we have a lot of German fans, so we hope this is not the last time we play here in Germany. Aber der Norden hat auch andere Musik zu bieten. So sorgte die finnische Band Osasto mit düsterem Metal für Stimmung. Die drei kommen aus Kotka, einer Partnerstadt Greifswalds, und machen bereits seit 2003 zusammen Musik.
Auch die zweite Metalband To Cast a Shadow kommt aus einer Partnerstadt Greifswalds, dem norwegischen Hamar. Mit der melodischen Stimme ihrer Frontfrau führten sie eine andere Dimension des Metals auf und stießen beim Greifswalder Publikum auf positive Resonanz. Natalie Nordness macht seit ihrem 14. Lebensjahr Musik und schreibt am liebsten über das Meer und die Liebe. Für mich ist das dann, also das ist nicht nur ein Leidenschaft, sondern das ist ja mein Yrke. Das geht nicht ein Tag, ohne dass ich nicht denke Musik oder sitze auf dem Piano und spiele und schreibe. Also das gibt mir ja eine enorme Glädje. Ich glaube, ohne Musik, so weiß ich, ob ich hätte Lust zu leben. Natalie war zum ersten Mal in Deutschland und das Greifswalder Publikum nahm sie gut auf. Jeg synes jo publikum var helt fantastisk. De var jo så stille. Du kunne jo høre en knappenål falle mellom låten eller når jeg spilte. Og det er ikke så ofte at skjer, så det gjør at jeg også får en fantastisk konsertopplevelse. Det er veldig takknemlig for at jeg har fått lov å spille her i kveld. I will be looking I still got hopes of new self, Carolyn. Oleg, mir ist jetzt ganz schön schlecht von der ganzen Sahne, muss ich sagen. Jetzt ist die Sache ja gegessen. Ach, sehr gut. Auf jeden Fall war das Programm insgesamt super. Mir hat am besten das musikalische Angebot gefallen. Und das Besondere fand ich, dass die meisten Bands ja ihren ersten Auftritt überhaupt außerhalb ihres Heimatlandes hatten, hier beim Nordischen Klang. Ja, das stimmt. Und allgemein war das Programm ziemlich weit gefächert. Man wusste gar nicht, wohin man als erstes gehen sollte. Aber leider hatten wir euch ja die nächtliche Installation versprochen. Aber dummerweise, durch Organisationsfehler hat das leider doch nicht stattgefunden und die Besucher mussten leider vor der geschlossenen Tür warten. Aber falls ihr das irgendwie verbessern wollt oder mitmachen wollt beim Nordischen Klang, hier die E-Mail-Adresse. Meldet euch da einfach, da können Studenten mitmachen und dann könnt ihr das Programm vielfältiger und spannender machen, als es jetzt schon ist. Und jetzt noch was Tolles für euch. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, diese wundervolle CD der Neckischen Mädchenmarschband zu gewinnen. Und dafür müsst ihr uns einfach bloß wieder eine E-Mail schreiben und uns sagen, wo denn der Gorilla durchs Bild lief. Für Jungs auch sehr cool, falls ihr mal ein mieses Date habt, schmeißt einfach die CD rein und marschiert zu der Musik. Klappt immer super. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer Sendung. Ihr könnt sie nämlich, falls ihr irgendwas verpasst habt, immer wieder gucken. Immer wieder gucken. Und immer wieder. Und immer wieder. Tschüss. Haben Sie denn schon andere Veranstaltungen vom Nordischen Klang besucht? Ja, natürlich. Also wenn Klang ist, dann geht man doch überall hin. Das Konzert am Samstag mit den Tuba-Bands und das am Mittwoch. Meine Frau hat mitgespielt schon, ja, genau. Mit dem Sinfonieorchester, mit dem Uni-Sinfonieorchester. Und ich habe schon verschiedene Sachen, Konzerte hier im St. Spiritus gesehen. Ja, Vimbisari vielleicht, das war im Theater und so. Ich war bei einem Konzert im St. Spiritus am letzten Sonnabend mit, was war das, Tuba, genau. Wie hat es dir gefallen? Es war sehr schön. Also völlig unterschiedliche Gruppen, aber beide sehr reizvoll für sich, ja. Und hat sich denn was verändert dieses Jahr im Vergleich zu den anderen Jahren? Nicht sehr viel. Alles super, schön, ja. Ist mir nur aufgefallen, dass es leider keine Jam-Session mehr gab, aber das Angebot ist wie immer gut. Wir senken den Altersschnitt hier ein bisschen mehr als erwartet. Was meinen Sie, woran liegt das? Zu teuer. Auf die nächsten 20 Jahre, ne?
Der Vetula. Kommt auch hoch. I know a dark, secluded place. A place where no one knows your face. Einige kulinarische Das Programm. Sag deinen Text. Das Programm ist ein. Finger bowl or any place you go. Meet your Uncle Max and everyone. Bang the ring, Peter! Woo! But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me. Auch gut, finde ich, Heino. Und zeigt. Ja, weiß ich auch nicht. Was zeigt ihr denn? Was machst du da? Das. Danke für nichts.